Und so haben wir einen schönen bunten Pool. Vielleicht können wir da auch hinterher Glowstones mit verarbeiten, dass der auch schön beleuchtet wird von innen. Ja, dann nimmt unser Haus schon mal Gestalten an. Das finde ich richtig gut. Dann müssen wir uns hinterher nur noch um die Einrichtung kümmern. Machen wir mal hier Fackeln hin. Wir müssen auch mal wieder Fackeln machen. Habe ich denn noch? Ich habe keine Stäbchen mehr. Nee, aber nicht hiermit, sondern hiermit. Boah, haben wir Krempel bei uns im Inventar. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. So, 24. Wir müssen jetzt erstmal reichen. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir echt richtig gut. Huh. Ach. So, dann kommen jetzt hier noch die Möbel hin. Was wir auch noch machen müssen, ist hier beleuchten. Mach mal schön über die Fenster. Da geht nicht, ne? Nee. Das sind nur halbe, da können wir keine dran machen. So. Hier kommen auch. Das glaube ich dann zu viel. Ich glaube, direkt am Pool, die machen wir mal weg. Das sind sonst zu viele Fackeln hier. Können wir dann lieber hier nochmal Fackeln dran machen. Draußen an die Wand, an unter den Fenstern jeweils. Machen wir das so. Okay, das heißt, wir brauchen Liegestuhl. Wir brauchen eine Essecke noch. Und vielleicht können wir auch wie eine Art Grill hierhin machen. Und was ich noch machen werde, ist, das ist dann zwar nicht mehr symmetrisch zu der Haustüre, aber wir haben jetzt den Eingang direkt neben dem Pool. Da bist du. So, das heißt, hier kommt Zaun hin und hier die Tür. Das sieht schon besser aus. Ja, schon viel besser. So, und hier können wir jetzt auch noch ein paar Blümchen hinmachen. Auch hier schön an die Seite, direkt so vorm Fenster. Das sieht auch bestimmt geil aus, wenn wir so ein paar Blumen hier haben. Entweder im Blumenkübel oder aber man kann, wenn man jetzt hier einen Erdblock hat diese Falltüren da dran machen, dann sieht das aus wie so ein großer Blumenkübel. Und dann kann man da zum Beispiel die Blätter von Bäumen drauf machen oder direkt ein Bäumchen drauf wachsen lassen, in der Hoffnung, dass er natürlich klein wächst und nicht riesengroß. Hier oben kommen noch Blumenkübel hin. Boah, es wird richtig toll aussehen hier. So, was macht denn unser Lehm? Haben wir überhaupt Lehm reingetan? Ja, haben wir. Boah, wir müssen erstmal hier unser Inventar. Hatten wir nur drei Eimer? Hatten wir nicht mehr? Haben wir nur drei Eimer gehabt? Okay. Gut. Ich habe gedacht, wir hätten vier gehabt. So, hier haben wir jetzt nichts mehr drin. Das heißt, wir machen uns jetzt hier noch ein paar Steine. Ich brauche drei. Das sind dann insgesamt 12. Genau, 26. Das müsste auf jeden Fall reichen. Dann gehen wir mal ganz schnell nach oben, machen unser Dach fertig.
Dafür muss ich jetzt einmal Zaun wegmachen, um das hier einen erweitern zu können. Dann machen wir jetzt dann gleich noch die Querstreben runter. Dann haben wir auch oben unser Balkon fertig. Ach, der schwebt jetzt, ne? Da müssen wir einen ganzen leider dran machen. Ach, was mache ich denn? Ach, jetzt ist der mir runtergeplumpst. Ne, hier ist er. So, dann müssen wir da halt jetzt einen doppelten hin machen. Ist ja nicht so schlimm. Kommt hier noch einer hin. Kommen wir jetzt da mal weg. So. Na, dann haben wir jetzt auch hier so Querbalken drin. Wir könnten rein theoretisch... Nee. Mache ich nicht. Das sieht dann doof aus. So, dann haben wir hier oben... Ist schön überdacht. Hier kann es auch nicht mal reinregnen hier bei uns. Perfekt. Das gucken wir uns auch gleich mal aus der Ferne an. Boah, unser Garten, ey, das sieht so geil aus. Können wir mal hier von hier oben runter gucken. Warte mal, ich mach mal hier Zaun weg. Ja, da sieht man es. Das gefällt mir echt richtig gut. So, Dach haben wir jetzt fertig. Hier oben kommen natürlich auch noch Sitzgelegenheiten hin. Genauso auch wie drinnen. Hier drin haben wir ja auch noch gar nichts. Wir haben noch kein Wohnzimmer, wir haben noch kein Esszimmer. Keine Toilette. Doch, Toilette, Schlafzimmer haben wir. Also ein bisschen was haben wir schon. Und jetzt müssen wir erstmal Klumpatsch loswerden. Ganz dringend. So, Cobblestone. Haben wir hier noch irgendwo Cobblestone? Ja. So, Erde. Kommt weg, das ist Andesit. Lehm. Da haben wir die Ziegel. Ziegelstufen. Warum höre ich hier Fledermäuse? Haben wir ja drunter eine Höhle. So, das ist jetzt hier Granit. Hier ist polierter Diorit drin. Und das ist Andesit. So, jetzt kommen hier noch die verschiedenen Holzarten hin. Dann ist unser Eisen, kommt nach oben. So. Ich würde sagen, heißen wir mal hier hin. Wir nehmen uns jetzt mal hier die 50 Eisen. Dann, hoppala, machen wir uns Spitzhacken. Schaufel machen wir uns auch nochmal eine, weil die ist so gut wie kaputt. Dann haben wir auch schon keine Stäbchen mehr. Das ist schlecht. Holz. Komm, nehmen wir das Eichenholz. Was soll's, müssen wir sowieso nochmal wieder abholzen. Denn mit 6 Eichenholz kommt man nicht weit. Oder Eichenholzbretter. Was wir noch brauchen. Mit 15 Fackeln kommen wir auch nicht weit. 39 sollte vorerst mal reichen. Die Stickies nehmen wir auch mal mit. Einen Ofen nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir... Ja, 10 Eisen können wir mal mitnehmen. Das ist nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Erkundungstour. Denn wir brauchen Diamanten. Jetzt ist die Frage, ich muss mal eben gucken. Habe ich mir die Koordinaten aufgeschrieben? Ich gehe nochmal kurz hier hin. Ja, die habe ich mir aufgeschrieben. Boah, das sieht schon richtig geil aus. Das gefällt mir.
Vor allem unser Garten ist toll geworden, finde ich, bis jetzt, obwohl er noch gar nicht fertig ist. So, beim letzten Mal sind wir in die Richtung gegangen, hatten kein Glück gehabt. Hier vorne haben wir einen Spawner. Da werden wir uns auch mal drum kümmern. Da habe ich nur allerdings gar keine Ahnung von, wie man mit einem Spawner umgeht. Was man da machen muss, dass man da effektiv etwas rausbekommt. Von den Mobs. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Richtung. Und da ist ein Hase. Voll süß. So. Ganz viele Häschen haben wir. Ist der. Boah, den will ich haben. Guckt euch den hier mal an. Der ist gefleckt. Der sieht ja geil aus. Gefleckte Hasen. Boah, die will ich haben. Und was haben wir denn? Oh! Was haben wir denn hier? Da wäre ich fast reingeplumpst. Das sieht doch mal nice aus. Schön da oben bleiben, Hase. Nicht reinplumpsen. Das ist nicht gesund. Das gucken wir uns doch mal näher an. Ich gucke jetzt aber erstmal, wo wir am besten hier reinkommen, ohne dass wir uns hier gleich die Beine brechen. So, und hier ein runter. Hier haben wir Kohle. Die nehmen wir auch mal mit. So, ich bin hier in geduckter Haltung, damit ich ja nicht hier runter segeln kann. So, hier machen wir mal eine Fackel hin. Okay, bisher ist das ein recht angenehmes Runterkommen. Das machen wir mal weg. Den brauchen wir nämlich, um hier noch einen runterzukommen. So, das ging ja jetzt schon mal so weit, so gut. Ich höre Lava. Und da fließt auch schon die Lava runter. Aber das ist nicht das, was ich suche. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da hinten weitergeht. Nehmen wir erstmal hier Eisen mit. Dann schauen wir mal, ob wir hier nach unten kommen. Ich habe, glaube ich, hier hinten noch einen Gang gesehen. Hier, das werde ich mir mal markieren, damit ich weiß, dass es hier hoch geht. Ja, die zwei Fackeln sind jetzt mal eine Markierung. Geht das da tief runter? Da muss ich aber wirklich einen guten Ort finden zum Runterkommen. Natürlich finde ich keinen. Würde ich sagen, gehen wir mal hier in den Berg rein, ein Stückchen. Allein schon damit wir auch Rohstoffe bekommen. Und damit ist die Spitzhacke kaputt. Damit habe ich jetzt aber weniger ein Problem. So, dann wollen wir mal schauen. Dass wir hier gesund runterkommen. Hier. Warte mal, hier kommt man. Tak, 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 tak. Und dann kann man hier runter. Hier kann man runter. Hier kann man runter. Hier. Und hier. Und schon sind wir unten. Und da ist die Lava. Ist das die, die wir eben schon mal gesehen haben?
vorsichtig vorbei. In der Zeit können wir noch ein bisschen, das ist jetzt glaube ich Andesit, mitnehmen. Das machen wir nämlich auch mal. Aber in erster Linie sind wir natürlich hier unten, um Diamanten zu finden. Was habe ich jetzt hier? Das war Kies, das hier ist Bruchstein. So, das ist auch das, was wir wollen. Boah, ist die Karte hier voll damit.